So, kommen wir zum zweiten Teil. Hier geht es diesmal darum, ich hatte ja schon im letzten Teil erwähnt, dass ich der Windrichtung folgend einfach dann weitergehen musste. Und ich hatte irgendwie noch im Hinterkopf, dass da noch irgendwie so ein Spot war da. Ich bin vor Jahren da mal spazieren gegangen oder mit dem Auto rumgejuckelt über so ein Plateau. Und da war dann durch, keine Ahnung, durch Baumschäden eine Riesenschneise und das war voll geil. Da konnte man bis vorne an die Kante gehen und ich habe immer gedacht, wenn echter Wind mal passt, dann muss ich da hin. Aber es ist ganz schön weit weg und so und es hat sich halt einfach nie ergeben. So, jetzt hat es sich ergeben und ja, mehr im Folgenden. Neuen Spot erkunden. Ups, Magnet. Ja, also hier sieht man jetzt so ein bisschen. Weiß gar nicht, ob das geht. Irgendwann stand ich mal da und da ging es davor echt runter. Das war schon ein paar Jahre her. Mir sieht so aus, als ob die Sachen davor jetzt schon zu hoch gewachsen sind. Sieht so aus und ist wahrscheinlich auch so. Ja, Tatsache. Aber rein theoretisch müsste es da ja drauf gehen, wie Teufel. Wie fliegt denn hier das Gras? Ja, Windrichtung Eigentlich passt. genau in der richtigen Richtung. Sieht man so ein bisschen die Surroundings da. Das ist wichtig, der muss jetzt gehen. Ja, das ist es eben. Zum Testen für den Hang ist halt einfach so ein leichtes Modell, was trotzdem gut nach vorne geht, einfach ideal. Ja? Und dann hast du noch einen Antrieb und auf diese Weise ist man einfach safe. Also. Tja. Jetzt geht mir gerade der Arsch ein bisschen in die Hose, aber man ist ja auch zu stolz, einen Antrieb zu benutzen, weil da geht es jetzt gerade ganz schön runter. Wie man sieht, geht es erheblich schlechter als Ne? gedacht. Im Nachhinein habe ich auch von vorne nochmal, ich bin unterhalb zum Hang gegangen und habe dann gesehen, dass der tatsächlich etwas anders geneigt ist. Also der steht, ist nicht so frontal zum Wind, sondern etwas diagonal ist im Prinzip die ideale Strömung. Ja, gerade habe ich irgendwie, kommt der Wind hier bei mir von links da Ja, der hinten. Wind kommt von links, weil das nur Thermik ist, du Hobel. Links ist das Wäldchen und wahrscheinlich hat sich hinten was abgelöst und ist dann einfach so Thermik von ist die der Seite Sau, an die ne? Backe. Aber ich meine, wenn man das so guckt, kann man sich schon vorstellen, dass das bestimmt so ganz gut geht. Ach so, deswegen stieg der nicht. Ja, ich traue mich dann auch einfach nicht weiter raus, weil erstmal checken die Lage. Und ja, ich bin auch gar nicht bis vorne ganz an die Kante gegangen. Oh, oben rechts kommt der Milan dazu, mal wieder, wie immer. Da ist noch einer. Da ist der Die Rotmilan da treten oben. momentan pärchenweise auf. Naja, jedenfalls sieht man jetzt, dass da die Fichten sind. Wenn ich da so nah an die Kante gehe, hätte ich gar nichts gesehen. Deswegen musste ich leicht oben auf der Anhöhe etwas stehen bleiben. Aber sicherlich werde ich das nochmal machen und bis ganz an die Kante gehen. Wenn das Gras gemäht ist, wahrscheinlich nächste Woche oder so. In der Hoffnung, dass dann Wind ist, so wie er soll. Oder eben keiner. Ja, schön kreisen halt, ne? Und steigen, guck mal. Schön, jetzt andersrum. Ja. Dahin zurück, wo es gewesen ist. Ja. Ja. Ja, so ist geil. Ja, jetzt zieht es aber wie Aber sieht man Turbo. auch, ne, da oben die Aber wenn ich dunklen. jetzt die Höhe habe, kann ich eigentlich auch mal da hinten gucken, wie man hier mal so landet am besten. So, schon Schiss. Erstmal landen, ne? So, erstmal schnell nochmal landen, die Lage sondieren. Und da kam es jetzt. Ne, einfach mal probieren. Da geht sogar theoretisch ein bisschen Juna DS Ne, hier. da ist ja halt vorgelagert die Büsche, die Ja, ist Bäume aber da nicht und da wirklich. hinten sieht man jetzt, da ist noch höher. Also ich fliege eigentlich zu nah bei mir. Müsste viel weiter hinten sein. Schönes Zeitlupen-DS. Aber es Selbst ist wirklich, optimiert. also Eine thermische werde Situation. definitiv bei mehr Wind das da nochmal Doch, das ist probieren. tatsächlich ein bisschen. Ist halt eng, aber kann man mit Sicherheit auch weiterfliegen, wenn genug Wind ist. Denn die Bäume, die gehen noch weiter bis hinten zu diesem Funkmasten da. Naja, ich bin schissig. Ich Es war will halt auch nur landen. schön zu sehen, dass man sowas mit so einem leichten Gerät auch einfach mal machen kann. Kommt man ja sonst nicht so auf die Idee.
Ja, schönes Gelände. Ja, das war geil. Sowas sind die schönsten Tage, wenn man sowas findet. Tja, geiler Spot hier, Leute. Vom Allerfeinsten würde ich sagen, wenn das hier mal schön gemäht ist. Der Ja, Wald jetzt freue so, ich mich. das war leider höher, als ich letztes Mal hier war. Da war richtig Wald, da hätte man da hinten richtig rumzischen können. Aber das ist alles Ja, es neu. ist alles durch. Trockene Sommer und Borkenkäfer sind die ganzen hohen Fichten alle weg. Das ist vielfach gut, aber manchmal auch doof. Für so DS-Klamotten ist es meistens blöd. Ja, jetzt gehe ich hier so entspannt zurück und jetzt kann man noch mal so ein bisschen das Gelände rückseitig sehen. Ja, im Prinzip, theoretisch stelle ich mir vor, dass man auf der anderen Seite da nach Nordwesten runter eigentlich auch ganz gut fliegen könnte. Nur ist das mit der Landerei doof. Also wäre da auch, muss man probieren, einfach vielleicht auch für DS und dann auch da landen oder so, hinter dem Wald lang. So, da geht es ja auch runter nach dann Nordwest. Das habe ich nämlich auch schon mal gedacht. Aber da war ja auch noch kein Maisfeld. Da war da auch Wiese. Aber es fällt halt nicht so ab. SOAR 112, Soaring Notruf oder so. Ja, nee, das war schön. War jetzt relativ kurz. Ich habe die ganze Zeit gequasselt. So, und dann bin ich jetzt hier im Nachhinein noch ein bisschen weiter geflogen und habe das aber dann nicht mehr aufgenommen. Einfach nur so für den Spaß. Bis dann der Wind noch weiter drehte Richtung ganz Ost, fast schon Ost-Nordost. Und da musste ich dann weiter. Und das kommt dann in Teil 3. Tja, also Hangtester sind gut, wenn man sie hat. Ich habe früher dafür immer zum Beispiel ein Funray benutzt, ein geiles Ding dafür. Und naja, jetzt hat man dieses halt, was halt dann einfach doch ein bisschen mehr Leistung hat und es freut dann einfach auch mehr, weil es irgendwie aus der eigenen Kiste ist. Ja, genau. Liken, wenn ihr Bock habt. Immer eine gute Sache. Cheerio!